ich höre die Leute reden. Hey, ich glaube, in unserer Schule spukt es. Ein Freund von einem Freund von meinem Senpai hat neulich nach der Schule eine komische Stimme gehört. Nicht weiterreden, ich hasse Geistergeschichten. Oh, ich hab richtig Schüttelfrost. Vielleicht gehe ich lieber ins Krankenzimmer. Ja, komm, im Krankenzimmer lauert doch dieser Lehrer. Du weißt schon, der Lehrer. Willst du da echt hin? Der gibt dir nur irgendeine komische Medizin, die alles schlimmer macht. Anscheinend verteilt der Lehrer im Krankenzimmer total komische Medizin. Was da wohl drin ist? Die erste Glocke hat geläutet. Und damit willkommen zurück bei Persona 3 Reload. Es geht weiter. Ich habe offscreen nochmal ein bisschen gelevelt und Personas gefangen. Oder was auch immer. Und ein bisschen Kohle gefarmt, damit wir hier auch ein bisschen Progress machen mit der Zeit. So, anscheinend verteilt der Lehrer im Krankenzimmer total komische Medizin. Ich sollte mir das mal näher ansehen. Okay. Dann gehen wir mal ins Krankenzimmer, auch wenn wir nicht krank sind. Einfach mal um zu wissen, was geht denn da? Was wird denn da verteilt für tolle Sachen? Kann ich davon auch was haben? Frage ist, wo ist das Krankenzimmer? Könnte sein, dass es hier im Erdgeschoss ist, Lehrerzimmergang. Da sieht man was, was aussieht wie so ein Fieberthermometer. Scheint also der Gang hier ganz am Ende zu sein. Krankenzimmer. Das ist das Krankenzimmer. Krankenzimmer betreten. Gucken wir mal. Was führt dich ins Krankenzimmer? Also, wo fehlt's denn? Wirkst du recht erschöpft? Ist das eine Wunde? Ein Virus? Ein Fluch? Oder die Liebe? Das ist die perfekte Gelegenheit für mein neues Gebräu. Well then. Ja, trink das. Das ist bitterer Beifuß drin. Giftkarotte, Binsenkraut, Jujube, Hasenfuß und so weiter. Selbst Hasukans beste Alchemisten wären von den Zutaten überrascht. Ich werde dich hier und jetzt heilen. Also, trink das. Na komm, hoch die Tassen. Medizin, die Herr Edogawa mir gegeben hat, riecht unglaublich bizarr. Soll ich sie trinken? Trinken. Let's go. Wir haben genug Mut. Das schaffen wir schon. Ich habe die komische Medizin getrunken, aber es hat sich nichts verändert. Nur, gut gemacht. Was funktioniert oder nicht, ist unbedeutend. Du hast überlebt. Du hast zwar schon ausgetrunken, aber auf deinen Mut. Ja, Mut wurde erhöht. Hab ich mir schon fast gedacht. Okay, then. Jetzt ein schön gemäßer Ton ruft. Alles klar. Gab es hier nicht irgendwo auch noch irgendwas Spezielles zu essen in der Schulkantine? War das nicht so? Ich sollte nach dem weißen Taiyaki von der Webseite fragen. Oh, weißes Taiyaki? Das ist unser gefeiertes neues Produkt. Die Schüler sind so gierig danach, dass ich sie täglich anbiete. Die sind ein richtiger Hit. Sorry, ich schweife ab. Jedenfalls sind diese weißen Takoyaki köstlich und wenn du sie zu Hause in den Kühltrank stellst, probier es mal aus. Im Schulladen wird jetzt lauwarmes Takoyaki angeboten. Oh, tut mir leid, ich rede wohl zu viel. Möchtest du etwas kaufen? Stopp. Krabbenbrot. Bratenes Brot. Melonpan. Apfelstrudel. Yukisoba-Pan. Buchumschlag. Schicke Lederhülle. Könnte jemandem gefallen. 2000 Yen. Ich habe 20.000. Ich habe ja, wie gesagt, ein bisschen Geld gefarmt. Hoff das mal. Könnte sich vielleicht das nützlich erweisen. Lauwarmes Taiyaki. Weißer, fischförmiger Kuchen, der gekühlt noch viel besser schmeckt. Hoffe ich mal eins. Hey, cool. Ich glaube, damit habe ich hier alles gekauft, was sich lohnt. Danke. Alright. So, und jetzt wollte ich noch in die Bibliothek und lernen. Zwischenprüfung steht bald an. Deswegen
Müssen wir da die Bank drücken und uns ordentlich Wissen in den Kopf hämmern? Vielleicht skippe ich den. Meistens immer der gleiche. So, Wissen. Ach, sind wir noch Faulenzer leider. Aber wir haben jetzt schon mal busy unseren Statuswert erhöht. Was geht? Hey, geh mir in den Tatarus. Lernen kannst du immer. Wir müssen unbedingt schneller, stärker werden. Du willst doch nicht, dass ich dich übertrumpfe, was? Das nächste Boss-Schatten. Den nächsten Boss-Schatten mache ich ganz allein fertig. Ganz schön selbstbewusst. Verdammt richtig. Warum auch nicht? Yori, du scheinst deinen Zensuren ja sehr zu überzeugt. Von deinen Zensuren ja sehr überzeugt zu sein, wenn du dich dem Lernen so vehement verweigerst. Also vielleicht sollte ich doch noch etwas lernen. Ja, ich glaube, so blöd sich das anhören mag, wir werden auch auf jeden Fall nochmal ins Zimmer gehen und ein bisschen pauken. Wir haben zwar schon gelernt, aber wir brauchen... Also, was heißt wir brauchen? Aber ich würde dich schon gerne gucken, bevor wir die Prüfung starten, dass wir Wissen auf Stufe 2 kriegen. Weil vielleicht hilft uns das ja. Ich weiß nicht, wie gesagt, wie es in diesem Persona ist. Weil ich weiß noch, glaube ich, grob bei Persona 4, was so im höheren Wissenswert hat man dann gewisse Tipps, die man sich dann holen kann. Mark Guggen, heute viel gelernt. Guten Morgen, nächste Woche fangen die Prüfungen an. Bist du gut vorbereitet? Verlass dich drauf. Yes. Das ist schön zu hören. Ich erwarte gute Ergebnisse. Wenn du gute Prüfungsergebnisse ablieferst, habe ich eine Kleinigkeit für dich. Die ist als Belohnung. Ehrlich gesagt bin ich noch nicht besonders gut vorbereitet. Ich muss immer noch die Schatten observieren. Zumindest gibt es seit unserer letzten Mission weniger Vorfälle. Wenn wir sie weiterhin besiegen können, muss ich die Öffentlichkeit vielleicht nicht mehr fürchten. Aber der große Schatten, dem wir begegnet sind, war deutlich stärker als der im April. Selbst wenn wir Akihiko nach seiner Genesung wieder bei uns haben, sind wir nicht stark genug. So, that's why. Dann sehen wir mal den Absatz auf Seite 30 an. Kate fühlt sich heute etwas niedergeschlagen, aber Jesse lud sie zu einer Tasse Tee ein. Geht es euch allen in letzter Zeit gut? Bedenkt man die Jahreszeit? Ja, die Mai-Krankheit ist ein echtes Phänomen. Das Gröbste haben wir hinter uns, aber es kann wieder aufkommen. Gut, wer ist bereit für ein kleines Quiz? Tobias, du bist dran. Wie nennt man die Mai-Krankheit landläufig noch? Mai-Tage, Mai-Blues, Launenhaftigkeit. Mai-Blues? Wunderbar. Man glaubt, plötzliche Veränderungen auf Arbeit oder in der Schule stressen uns zu stark. Deshalb bekommt man den Mai-Blues. Das kommt in der nächsten Prüfung dran. Also schreibt es euch besser auf. Wir haben noch ein paar Minuten. Lass uns etwas über meine Studienzeit in Indien reden. Ganz blöd, soll ich mir das auch mal aufschreiben, wenn sie schon sagt, das kommt in der Prüfung dran. Machen wir gerade mal eine Notiz. My Blues, hast du mir gerade mal ähnlich aufgeschrieben. Die ganze Klasse sieht mich respektvoller an. Yeah! Komm schon, ein bisschen... Nee, Scham war's. Aber mehr Punkte auf Scham ist ja auch nicht verkehrt. So, der Unterricht ist für heute vorbei. Gut für die Haut. Gakure-Rahmen würde auch unseren Charme erhöhen. Chagall-Café. Ich würde gerne was anderes machen. Und zwar für eine Questline. Würde ich nämlich gerne zum Einkaufszentrum. Total Einkaufsstraße. Hier ist was los. Hier können wir anscheinend nur einen Social Link aufbauen. Alter Antiquariat Bookworms. Das alte Pärchen hat einen Kaki-Baum in der Gekugan High School erwähnt. Vielleicht sollte ich mir den Kaki-Baum in der Schule mal ansehen. Okay, dann gehen wir mal zur Schule zurück, würde ich sagen.
Aber welches ist denn der Kaki-Baum? Den lauter Bäume rum. Unterscheidet er sich optisch? Kann hier halt nicht lang, ne? Oh, da liegt noch ein Zwielichtfragment wahrscheinlich. Ja. Hauptfoyer rauf. Klassenzimmer. Korridor. Turnhalle. Was soll dieser Baum denn sein? Was ist das hier? Diese Pflanze? Na, dieser soll ein Baum sein. Aber wo ist die Frage? Also wenn er draußen nicht ist, wüsste ich es jetzt persönlich auch nicht. Gucken, ob wir noch irgendwas auf dem Dach finden. Ich würde fast behaupten, nein. Oder vielleicht doch. Ist da irgendwas? Alle, die ich kenne, sind in irgendeinem Club, aber mir ist dieses ganze Gedöns einfach viel zu mühsam. Wenn alle noch so oft sagen, ich würde dort neue Freunde finden. Mir doch egal. Umbeet. Und scheint prächtig zu gehen. Um sie kurz davor zu verwelken. Oh, hier liegt noch ein Zielichtfragment. Das erst aufheben. Komm schon. Okay. Das sind Blumen, aber kein Baum. Guck mal, die haben Solarpanels auf dem Dach. Wie praktisch. Sehr energiebewusst. Im Hintergrund sieht man auch lauter Windkrafträder. Ja, keine Ahnung, wo dieser Baum sein soll. Ist es hier irgendwie... Okay. Ich bin hier halt auch ein bisschen eingeschränkt, was die Schule angeht. Ich kann zwar ein bisschen wohin, aber ich kann jetzt nicht überall hin. Hier scheint ja auch noch ein Ausgang zu sein. Oh, da liegt noch was. Notausgang. Ich sollte nicht versuchen, hier rauszugehen. Okay. Gehen wir nochmal im Eingangsbereich gucken. Also wäre cool, wenn ich hier lang gehen könnte, aber ich kann nicht. Also deswegen glaube ich komme hier leider nicht weiter. Naja, egal. Ich wollte jetzt zum Einkaufszentrum. Das ist der eigentliche Weg. Ich wollte nämlich jetzt hier ins Escapade. Achso, es ist abends erst offen. Ah, stimmt, 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 stimmt. Können wir eine Runde zocken? Die Agilität der ausgerüsteten Person wird gesteigert. Mut steigen. 3000. Dann lasst uns eher mal Ramen essen. Moment mal. Okay. Ich glaube, es gab auch irgendwelche speziellen Ramen, aber die sind heute nicht verfügbar. Zwei Punkte auf Charme. So, jetzt könnten wir nochmal gehen und gucken. Prüfungen stehen bevor. Wie läuft es bei dir mit dem Lernen? Der Stoff aus dem zweiten Jahr habe ich noch gut im Kopf. Ich kann dir gerne helfen, wenn du Fragen hast. Wäre mir eine große Hilfe. Freut mich zu hören. Wir sollten ausnutzen, dass wir im selben Wohnheim leben. Ich weiß, dass du deine erste Prüfung hier ist, dass es deine erste Prüfung hier ist, aber du solltest anderen trotzdem helfen, wenn du kannst. Vor den Prüfungen lernen deine Klassenkameraden eventuell in der Lounge im Wohnheim. Eine gemeinsame Lernsitzung kann dein Wissen auf einen höheren Wert steigern, als
du allein im stillen Kämmerlein erreichen könntest. Ja, das ist gut zu wissen. Das wollten wir vielleicht nutzen. Na gut, dann lass uns das mal machen. Hast du dich zu uns gesehen? Wir könnten dir bestimmt helfen. Lernen wir zusammen. Sehr schön. Fangen wir an. Sorry, Mitsuru. I'm almost done. Sind das Mitsurus Notizen? Witz ja total. Sind das Mitsurus Notizen? Ja, sie lässt mich kopieren. Es covers the time I was at the hospital for my checkup. Akihiko, are you feeling unwell? You seem to be short of breath. I'll be fine. More importantly, why don't you help his studies? He ended up in the hospital right after transferring. Might need some help to make up for the class time he's missed. You do have a point. Here, these are my notes from last year. You can use them if you'd like. I don't think the content of the class has changed much since then. Your notes are as perfect as ever. They're easier to understand than the textbook itself. Flattery will get you nowhere. But I suppose I am rather particular about my note-taking. In class, I listen closely and write down bullet points. Then I organize them later into a more readable format. It's a bit time-consuming, but I find it's overall a more efficient way of reviewing the material. If you plan your day-to-day tasks effectively, test preparation is as good as done. Danke für die Tipps. Die Wahrheit schmerzt. Ich werde langsam müde. Danke für die Tipps. You seem to have a knack for this. I'll teach you more of my study techniques next time. Mitsuru's right. Efficiency is key. We're all given the same amount of time. It's how well you manage it that can set you apart. Indeed. Not even a second of time should be wasted. On that note, shall we return to studying? Keine Sekunde verschwende. Ich verschwende so viel Lebenszeit im Videospiel, aber hey, YOLO. Durch die beiden konnte ich mich viel besser aufs Lernen konzentrieren. Okay, nice. Ja, wir sind Stufe 2. Finally. Sehr gut. Durchschnitt. Alright, done. Huh? Akihiko, you're drenched in sweat. And that heavy breathing, are you sure you're... I'm fine. I've just been squatting over my chair this whole time. Wanted to challenge myself to hold it until I was done with your notes. Working out while studying is quite an efficient use of my time, wouldn't you say? Why are you like this? I thought I told you not to push yourself until you fully recovered. If you take efficiency too far, it'll backfire. Don't follow his example, okay? Well then, I think we've made a fair amount of progress. Let's call it a night. Alright, ein neuer Tag beginnt. Samstag. Wochenende. Ja, aber Samstag? Auch noch Schule. Hey. Geht dran. Alles in Ordnung? Eigentlich das genaue Gegenteil. Ich bin den ganzen Weg hierher gerannt. Der Arzt meinte, es sei praktisch vollständig. Sei praktisch vollständig gesund, deshalb wollte ich unbedingt etwas trainieren. Wird Zeit, dass ich wieder in den Ring komme. Nach der Zwischenprüfung heißt es Clubspaß und Schattenkämpfen bekämpfen. Deshalb will ich die verlorene Zeit einholen. Ich will auf gar keinen Fall eine Last sein. Hm, seltsam. Ich hätte nicht gedacht, dass da eine so große Ganzzahl herauskommt. 50 Trilliarden mal 1200? 60 Quadrillionen? Multipliziert mit 1820? 10 Quadrilliarden? 820 Quadrillionen? Die Zahlen passen nicht einmal auf die Tafel. Oh, falsche Gleichung. Wir sind stattdessen unseren Variablen in die Richtung einsetzen. Lautet das Ergebnis 3. Na, verstehe. Eigentlich ist das ganz elegante Gleichung. Ich bin müde. Soll ich für ein paar Minuten die Augen schließen? Come on. Führe den strengen Blick des Lehrers, während ich wegnicke. Es ist, als würde mein Moves geprüft werden. Yeah. Ja, 5 sind die Maximalwerte, die man erreichen kann.
Jetzt haben wir schon mal jeden Wert auf Stufe 2, das ist super. Damit stehen uns mehrere Möglichkeiten offen. Zwar noch nicht alles, aber wir kommen auf jeden Fall gut voran an gewissen Stellen. Bald haben wir Prüfungen. Im dritten Jahr haben wir was auf dem Kasten. Wir brauchen also gute Noten, sonst lachen sie uns aus. Vielleicht lerne ich in der Bibliothek. Ich werde immer so müde, wenn ich abends noch lerne. Ja, gibt's heute noch so? Oh, Sonderverkauf heute in der Apotheke. Das checken wir mal aus. Ich bräuchte mal vielleicht ein paar Mittel, um SP aufzufüllen. Axalmittel. Beste Hilfe, M. Generiert 100 TP bei allen Gruppenmitgliedern. Was? Super Katzenfutter. Luxuriöses Katzenfutter für feinste Pfoten. Ey. Kauf das mal. Anti-Charm, Anti-Gift. Band, ey. Es belebt eingefallene Verbündete in 50 TP wieder. Ja. Okay. Habe ich eigentlich schon ein paar Sachen abgeschlossen? Ich quatsch mal kurz mit ihr. Natürlich, Fragment. Kann ich dir helfen, wegen der Aufträge? Ich habe ja ein paar Aufträge bei ihr schon abgegeben, wie ihr seht. Ein paar sind halt noch offen. 300 Schatten. Besitzer ein Oberon mit dem Skill Masio. Melde dies Elisabeth. Was soll man mit einer Schatz tun? Ihr Kiefernhart. Sehr. Ah, Wasagrin. Da war noch was. Shake. Die Frage ist, wo kriege ich einen Protein-Shake her? Der Bar garantiert nicht, hier auch nicht. Ich hätte es angeleitet, vor den Geistern öffnen wir wieder am 22. Juli. Hier, Antiquitätenladen. Die Apotheke hatte keinen Protein-Drink. Ich könnte nochmal zum Schrein gehen. Da ist ja noch das kleine Mädchen, mit ihr haben wir noch leider keinen Social Link, aber vielleicht ändert sich das ja bald. Ist gekommen, ich habe auf dich gewartet. Spielen wir. Spielen. Ja, okay, jetzt geht's. Wippe, Klettergerüst, Kletterstangen, ich will nach Hause. Klettergerüst. Oh yay! I love climbing on top of stuff. Es wird bald dunkel. I don't wanna go home. I don't like it there. Can we stay here a little longer? Wir haben zusammen gespielt. Sie scheint mich zu mögen. So, Maiko, Kamiki. Grundschülerin kennengelernt. Ja, endlich. Oh Gott. Wieder ein neues Social Link. Perfekt. I am thou. Thou art I. Thou hast established a new bond. Thou shalt have our blessing when thou choosest to create a persona of the hanged man Arcana. You know, my mom and dad, all they ever do is fight. And just the other day, they said they were getting a divorce. I told them not to, but they won't listen. They probably don't care about me. Hey, you'll play with me again later, right?
We're friends now. I'm here on Mondays, Wednesdays, and Saturdays. You have to come see me, okay? Ich verabschiedete mich von Maiko und ging zum Wohnheim zurück. Bitte, Yucatan, du bist jetzt meine letzte Hoffnung. Bitte rette mich. Das ist auch das allerletzte Mal Ehrenwort. Warum bin ich die Einzige? Schon gut. Hör auf zu jammern. Wo brauchst du denn Hilfe? Oh, wahrscheinlich der Anfang. Was geht denn hier? Hm, was gibt's? Da fällt mir ein, dass Elizabeth mich gebeten hat, ihr etwas Bestimmtes zu besorgen. Wie, du suchst nach Kiefernharz? Warum soll ich sowas dabei haben? Oh, du meinst das Puder, das wir im Bogenschießclub benutzen? Das gelbe Zeug? Wir benutzen es beim Üben, darum ist es immer schnell alle. Lass mich nachsehen, ob ich etwas übrig habe. Ach, Yucatan muss ich fragen. Kiefernharz? Hier ist noch was, bitteschön. Wenn du zu viel benutzt, wird das klebrig, also dosiere es gut. Okay, ich sollte ja noch was in den Kühlschrank stellen, ne? Kühlschrank ist voller Essen und Zutaten. Bauwarmes Hayaki scheint nichts reinzupassen. Im Kühlschrank liegt ein Zettel. Ist der Kühlschrank Leerungstag 31.05. oder 31.05. Danach sollte wieder Platz im Kühlschrank sein. Oh, einen zweiten Kühlschrank. Anscheinend reicht ihr eine nicht. Oh, Bitkun. Kannst du mir mit diesen Typen helfen? Er kam bei mir angekrochen, weil er Hilfe mit den Prüfungen braucht. Komm schon, du musst mir helfen, Yucatan. Gilsbert, du hilfst mir doch auch, oder? Lernen wir zusammen. In Ordnung, danke, Alter. Du hilfst mir auch, Yucatan. Oh Mann, das ist schön. Man, this sucks. Guess I don't have much choice with Kurijo-senpai getting on my case. She was like, if you fail your midterm, there will be consequences. I feared for my life for a second. You guys are my only hope. Give me a hand here. Please. You can start by taking this seriously. You've been distracted this whole time. As they say, it pays to be prepared. Gotta get myself in the right mindset first, right? A good study session needs a clean and organized workspace and the perfect mood for learning. And so, to set that mood, I, Junpei Iori, volunteer. What? Where is this coming from? You there, young man! What lecture would you like to hear from the great Junpei? History? Arithmetic? Literature? Arithmetic. Something on arithmetic, hmm? Understood. Look, he asked for 9 times 2, and it barked 20 times. Guess old habits die hard for the sheepdog. It couldn't stop rounding them up! I wish I could cut you out of the equation. Look, we all need a breather sometimes. What'd you think about the great Junpei's lecture, dude? Nette Abwechslung. Muss ich konzentrieren. Ich will auch mehr hören. Nette Abwechslung. Right? Can't have a good study session without a good break. Oh, please. Don't let yourself get infected by Junpei's influence. If we keep humoring you, it's going to impact our studies too. Or maybe we should just let you fail. Find out what Kurijo-senpai's consequences are like firsthand. Whoa, whoa, whoa. Let's not get hasty here. I was just joking around. I'll get serious, I swear. Don't abandon me. Wir haben alle weiter für die Prüfung gelernt. Tada. Bisschen geboostet. 2 Punkte. So, this goes like that. And then you take that and carry it over to here. And then. Hey man. You mind giving me a little help with this one? Oh, look who's actually putting the effort in. That wasn't so bad, was it? About that joke I was telling earlier. Should I pause before the punchline or go with the flow? Why don't we
maybe just pretend this guy doesn't exist and study on our own. I guess that's enough studying for today. Thanks to you, I got a lot more done. Hey, jetzt haben wir noch den Sonntag vor uns. Prüfungen stehen bevor. Bald fängt das Homeshopping an. Ah, Homeshopping. Ich werde noch Zeit am Rechner verbringen. Gucken wir mal. Ein unangenehm eingängiges Liedertönt. Hallo zusammen, willkommen zum Home-Shopping-Sendung Tanakas Teleshop. Ich bin euer Gastgeber Tanaka von Amazing Comedies. Wir zeigen euch tolle Dinge zu unschlagbar günstigen Preisen. Oh, greif schnell zum Hörer. Heute präsentieren wir das Sicherheitsset fürs Eigenheim. Ihr lebt allein und fühlt euch zu Hause unsicher, fürchtet euch nicht. Den Anfang macht blendendes Licht. Und davon gibt es gleich drei. Damit wird euer Heim zu einer unannehmbaren Festung. Du meine Güte, fantastisch, aber es gibt noch mehr. Dazu gibt es noch starres Spray, und zwar drei. Alles zusammen für nur 2980 Yen. Dieses besondere Produkt gibt es nur heute. Richtig gehört, nur heute. Ja, wir kaufen es mal. Thanks, kid. Nächstes Mal gibt es ein Kochset für Einsteiger, nicht verpassen. Das war's für heute. Wir sind ausverkauft. Tut uns leid, Leute. Wir sehen uns nächsten Sonntag. Selbe Zeit, selber Sender. Bye bye. Alright. Wir haben geshoppt. So. Eine Nachricht von Maya. Ja, wir zocken mit ihr. Social Link erweitern ist auch sehr wichtig. Aber ich denke mal, für die Prüfung gelernt haben wir ausreichend. Das sollte hoffentlich passen. Sehen wir dann. Ich bin im Shinagawa Dungeon. Maya ist nicht angemeldet. Ich verspäte mich etwas. Bin gleich da, okay? Maya hat das Gebiet betreten. Hab mich mit meiner Mutti. Hab mit meiner Mutti telefoniert. Wenn wir mal reden, dann geht es immer um dasselbe. Die will mich immer nur mit irgendwelchen Kerlen verheiraten. Was geht sie das an? Willst du nicht heiraten? Erstmal brauchst du einen Freund. Sollten wir unsere Hochzeit planen? Willst du nicht heiraten? Ich hab's nicht eilig, okay? Vielleicht mit 40 oder so. Maya ist aufgebracht. Echt, jeder tut so, als müsse ein Mädel heiraten, um glücklich zu sein. Es ist sexistisch, wenn man denkt, Frauen könnten nur glücklich sein, wenn sie sich binden. Neulich war ich nachts etwas betrunken und bin in Paulina umgeklappt. Und dieser alte Knacker so: "So bekommst du nie einen Mann." Ah. Ich hab ihm gesagt, er soll die Fresse halten. OTL, was auch immer das heißt. Sorry. Irgendwie schon off-topic. Ich schätze, ich bin echt groggy. Aber ich fühle mich schon besser. Hier, Tatsuya. Das ist für dich. Maya gibt Tatsuya einen Heiltrank. Doch er zeigte keine Wirkung. Oh. Kann sein, dass deine LP schon voll waren. Elamoy, Nadel. Ich will sagen, ich danke dir, dass du dir all meine Rumgemeckere antust. Ich glaube, Maya öffnet sich mir gegenüber. Ich spüre, dass wir uns näher kommen. Jawohl, endlich. Rangaufstieg. Stufe 4, Eremit. Der alte Knacker, vor dem ich dir erzählt habe, war von Palonia. Also, wenn du ihn siehst, sei bloß nicht zu nett zu dem. Ich hab ihn in dieser komischen Sendung gesehen, voll unheimlich. Gut, ich übe jetzt besser. Eine tolle Ehefrau für Tatsuya zu sein. Mayas Spielerin meldet sich ab. Ich habe von einem Mann vom Fernsehen gehört, der nachts im Polonia Einkaufszentrum rumhängt. Ich melde mich auch ab. Im Einkaufszentrum nachts, okay, mal gucken. Also geht. Oh, du bist das. Sicher bist du dir dessen bewusst, aber morgen gehen die Zwischenprüfungen los. Da du so viel im Zeit im Tartarus verbracht hast, ist es das Mindeste, dass ich dir beim Lernen helfe.
da wir beim Thema sind, ich habe für heute eine Lerngruppe organisiert. Die anderen aus dem Wohnheim habe ich schon eingeladen, deshalb wäre es schön, wenn du auch mitkommst. Ah, okay. Gut. Aber ich sage schon mal vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Episode von Persona 3 Reload. Wir machen das nächste Mal weiter, dann geht die Zwischenprüfung los. Und nach der Zwischenprüfung geht es dann wieder zurück in den Tartarus. Wir müssen da auch ein bisschen Progress machen, aber diesmal konzentrieren wir uns voll und ganz auf die Zwischenprüfung, wie das ein guter Schüler machen sollte. Und ja, denkt immer daran, wenn Prüfungen anstehen, fleißig lernen, damit ihr das Wissen im Kopf habt und abrufen könnt. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Persona 3 Reload.